Fellenkreis kann MS-Erkrankten zu mehr Lebensqualität verhelfen. Roger Russell ist einer der renommierten international tätigen Lehrer. Er war Schüler von Moshe Feldenkrais, dem Begründer der Lehre, und leitet heute das Feldenkrais-Zentrum in Heidelberg. Roger Russell hat langjährige Erfahrung in der Arbeit mit MS-Erkrankten. Herr Russell, Feldenkrais ist keine medizinische Methode, sondern ein pädagogisches Konzept. Was heißt das genau? Feldenkrais richtet sich nicht auf nur Probleme oder Gesundheitsprobleme. Es ist eine Möglichkeit zu lernen, wie man besser leben kann, besser bewegen, besser sich wahrnehmen. Und das ist nutzbar für alle. Aber es ist nicht gezielt auf einen Therapieerfolg. Es ist eher, wie kann man lernen, besser mit seinen Ressourcen und seinen Möglichkeiten umzugehen? Herr Russell, was unterscheidet Feldenkrais von anderen Therapiekonzepten? Es gibt Verschiedenes. Ich glaube, der erste an diesem Unterschied zwischen medizinischer, therapeutischer Absicht und eine mehr allgemeine pädagogische Absicht, die eigenen Möglichkeiten zu entwickeln. Wie arbeitet Feldenkrais genau? Es gibt grundsätzlich zwei Techniken. Es gibt eine Gruppentechnik, in dem man kann mit Gruppen von zwei Personen auf mehrere hundert, Moshe Feldenkrais hat eine Ausbildung mit 250 Leuten, gemanagt. Und diese Gruppentechniken, die heißt Bewusstheit durch Bewegung. Und in dieser Lektion wird man angeleitet, zuallererst einfach, wie man auf sich selbst Aufmerksamkeit richten kann, durch Fragen, so wie spüren Sie irgendwas? Und dieses Spürfragen wird immer wieder in der Lektion eingebaut. Und dann ist ein Bewegungsthema drin. Es kann sein, es ist wie die Wirbelsäule bewegt wird, aber es kann sein, es ist, wie wir unsere Augen benutzen. Für MS-Betroffenen ist das sehr wichtig. Wie wir atmen, wie wir die Zunge benutzen oder wie wir springen oder rollen. Es gibt hunderte von diesen Themen. Und diese Bewegungsthema wird sehr differenziert erforscht mit dieser Art der Aufmerksamkeit in der Wahrnehmung und wie man wahrnimmt, was passiert, während wir bewegen. Und dann in vier verschiedene Variationen ausprobieren. Und die Aufmerksamkeit dann wird gerichtet auf was ist leichter, welche von diesen Kombinationen ist einfacher und welche fühlt sich subjektiv an als optimaler. Ja? Oder die meisten Leute erleben es als einfach, wow, das ist viel einfacher. Oder das ist ästhetisch, was ich tue. Und daraus dann wird diese Möglichkeit, ästhetisch sich zu bewegen, wieder in den Alltag gebracht. Das ist eine Gruppenstunde. In die Einzelstunden ist es die gleichen Themen, aber es wird mit Berührung gearbeitet und eine Führung der Bewegung der anderen Person, wo die Berührung richtet der Person ihre Aufmerksamkeit, sodass sie ihre Wahrnehmung viel schärfer erleben können. Was macht Feldenkrais für MS-Erkrankte so wertvoll? Zuallererst, die haben die Möglichkeit, selbst was zu tun. Feldenkrais bietet aber die Art, wie wir mit Koordination arbeiten, ist eine sehr raffinierte, ausgearbeitete Technik, mit allen Problemen der Koordination zu arbeiten. So dass ist es möglich zu lernen, wie man mit spastisch anders umgehen kann. Man kann lernen mit anderen Problemen, die mit MS kommen. Ich habe viele Leute kennengelernt in meinen Kursen mit Amsel, die lernten, sich besser wahrzunehmen, wirklich klarer wahrzunehmen. Gibt es Menschen, für die Feldenkrais nicht geeignet ist? Eigentlich gibt es Menschen, die sich nicht bewegen. Ja? Die Grundlage von Feldenkrais ist sehr
hat zu tun mit wie Leben, wie Tieren sich bewegen. Die theoretische Hintergrund beschäftigt sich mit Evolution und auch Entwicklung, wie uns als Kinder, als Säuglinge und Kinder, wie wir lernen, sich zu bewegen. Und so es ist wirklich ein grundlegender Prozess. Wie tun wir irgendwas? Wie können wir es optimaler tun? Es ist vielleicht nicht perfekt und vielleicht das ist nicht besser als die andere Person. Darum geht es nicht. Aber wie kann ich es für mich individuell besser gestalten? Und jede Person kann davon profitieren. Wenn ich im Rollstuhl sitze oder stärker eingeschränkt bin in meinen Bewegungen, kann ich Feldenkrais machen oder gibt es da Probleme? Sie können es klar machen. Ja. Ein Teil von der Feldenkrais-Vorgehensweise ist, sehr flexibel zu sein. Bewegungseinschränkungen limitieren nicht die Teilnahme. Es musste nur so gestaltet, dass es der Person nicht überfordert.